Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge LS22. Wir sind wieder mal auf der Alpenmap und wir stehen vor unserem Fuhrpark für den Berghof, der heute endlich in Betrieb genommen werden soll. Ich bin den nächsten Monat gesprungen. Wir sind im Mai und heute werden wir schon mal ein kleines bisschen, ich sage es mal so, anmähen. Denn die Wiese ist erntereif. Auch wenn erst in der ersten Wachstumsstufe werden wir heute schon mal ein kleines bisschen Silage, also sprich Gras, hier in diesen Fahrbunker bringen mit unseren Maschinen, die wir hier extra dafür gekauft haben. So, also das soll jetzt gleich losgehen. Wir werden jetzt hier auf dem Berghof ein bisschen arbeiten, aber zuvor folgender Hinweis bzw. Anmerkung. Ihr seht es vielleicht schon oder habt es schon bemerkt, dass hier ein neuer Misthaufen bzw. ein Silo steht. Und ich habe das Problem und ich weiß nicht warum, es wird kein Mist produziert, denn ihr seht es, gähnende Leere hier, kein Mist, aber die Kühe verbrauchen auf jeden Fall Stroh, denn es sind nur noch 8475 Liter, das Stroh verschwindet, aber ich weiß nicht wohin. Also ich habe hier ein bisschen in der Zwischenzeit was ausprobiert. Habe hier die Deko weggemacht, habe eben dann dieses Original-Silo hingestellt, diesen Anbau und hat alles im Moment nichts gebracht. Also wenn jemand vielleicht eine Idee hat, woran es liegen könnte, es ist jetzt nicht unbedingt kriegsentscheidend, dass wir hier Mist produzieren, aber es wäre natürlich schön, wenn es funktionieren würde, wenn wir hier die Mistplatte wirklich gefüllt bekommen. Okay, ansonsten wird der Steier heute auch noch zur Aktion kommen. Wir werden natürlich unsere Tierchen füttern. Wir schauen mal ganz kurz rein, was denn unsere Kühe machen, unsere Brown Swiss, also wir können auf jeden Fall hier noch einiges auffüllen und Milch haben sie auch schon produziert, das ist doch wunderschön. Super, aber jetzt geht's erstmal los. Wir werden jetzt erstmal schauen, wie wir hier vorwärts kommen mit dem Reform H75. Wir können schon mal hier ein bisschen ausklappen und jetzt brauche ich erstmal die Hilfe wieder. So, weil ich bin mir relativ sicher, dass das gute Gefährt. Lasst mich mal schauen. Also irgendwas können wir hier einstellen. Ah, okay, okay, okay. Das ist ja interessant. Okay, das ist halt eben auch für den Berg. Aber was mich interessieren würde, ist eigentlich, ob mir jetzt für das Mähwerk nicht eine Schwartablage oder macht der automatisch eine Schwart? Ich glaube ja, oder? Wir werden es gleich sehen. So, lass mich mal kurz überlegen. Wir werden jetzt natürlich nicht hier das ganze Feld mähen, sondern nur ein Stück anmähen. Okay, und dann fahren wir mal hier rein. Ah, sehr schön, da macht eine Schwartablage. Das passt doch. Sehr gut. Wie das Mähwerk da vorne zuckelt. So, da haben wir, glaube ich, ein kleines Loch, aber das passt soweit. Sehr schön. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt fahren wir hier ein kleines Feld ab, was wir dann eben nutzen werden, um hier erstmal den ersten Schnitt zu machen. Denn ich habe jetzt auch noch keine Ahnung, wie viel wir an Silage bzw. wie viel Gras wir in das Fahrsilo bekommen. Das werden wir dann alles gleich sehen. So, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es etwas laut ist. So, machen wir ein bisschen leiser. Okay. Sehr schön. Also gut. Dann lassen wir jetzt mal hier den Helfer noch eine Runde fahren und können schon mal anfangen mit dem anderen Gerät. So. Noch schnell ein Thumbnail. Sehr schön. Oha, ich glaube, das wird nicht ganz so passen, wie ich mir das gedacht habe. Okay, sie fährt jetzt so rum.
Ja, dann sollte das erstmal fertig machen. Wir springen in der Zwischenzeit in den Kollegen hier und dann schauen wir mal, was hier abgeht. Wie viel Material wir hier reinbekommen. Der Silagetank ist auf jeden Fall gefüllt. Und schauen wir, wie viel wir hier in den Bunker bekommen. Wie gesagt, das Ganze ist ja nur so mal ein bisschen zum Antesten, zum Probieren. Theoretisch könnte man eigentlich auch das Mähwerk hier vor das Fahrzeug spannen. Da könnte man in einem Durchgang sogar arbeiten. So, achso, wir müssen erst ausklappen. Ah, cool. So, jetzt aber. Okay. Ja, man sieht, dass es jetzt nicht ganz so ergiebig ist, die Schwart, weil es eben die erste Wachstumsstufe ist. So, dann springen wir mal rüber, weil der Helfer hier ist fertig und dann werden wir ihn auf eine neue Reise schicken. Stopp. So. Und los geht's. Einmal rausgesprungen. Ja, hier der Reform Prime Alpine hat ja auch Allradtechnik. Cooles Gefährt, echt cooles Gefährt. Es gibt, glaube ich, da nur noch einen Ladewagen, nicht Ladewagen, eine Ladefläche als Anbauteil. Also da müsste man auch vielleicht, ob es da auch so eine Gülle-Dingens oder ein Düngegerät gegeben hätte. Man weiß es nicht. Aber würde man sich echt wünschen, dass noch ein bisschen mehr geht. Kommt er jetzt hier hoch? Oh ja, gerade so. So, wie müssen wir denn über die Schwart fahren mit dem Lenkrad drüber? Das denke ich, so passt es. 46%, also so wie es aussieht, können wir da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mähen. Okay, jetzt müssen wir aber ein bisschen mit aufpassen. Wir könnten natürlich auch Folgendes machen. Wir könnten ihn jetzt auch einfach hier die Wiese... wie machen wir denn das? Ja, jetzt schauen wir mal, wie ergiebig das Ganze ist. Wir könnten auch hier vorne mal mähen, oder? Ah, das geht nicht. Interessant, interessant. Oder? Ah ja, okay, die Wiese können wir nicht mähen. Also gut, dann lassen wir den jetzt erstmal hier stehen und werden hier mal Material in das Silo bringen, um zu sehen, wie gesagt, wie viel wir da reinbekommen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Fassungsvermögen hat. Aber auch interessant, dass wir die gemalte Wiese nicht mähen können. Naja, ist okay. So, 69. Ja, wie gesagt, das hier mit dem Misthaufen, also mit dem Mistbunker, das ist schon ein wenig komisch. Aber naja, vielleicht finden wir da eine Lösung. Wenn ihr da eine Idee habt, schreibt mir es doch in die Kommentare. Dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht doch irgendwas hinbekommen. So, und dann früher oder später müssen wir auf jeden Fall ja auch noch eine Ballenpresse mit hier hochbringen, denn wir wollen ja auch Ballen produzieren. Und da bin ich auch mal gespannt. Ich wollte ursprünglich Quaderballen hier oben machen, aber ich weiß nicht. Eine Quadermaschine ist natürlich deutlich schwerer und deutlich größer, ob wir das überhaupt hier bewerkstelligt kriegen. So.
Ja, da habe ich schon den Eindruck, da werden wir noch ein bisschen mähen können, auf jeden Fall. Aber man muss auf jeden Fall hier ordentlich über die Schwart fahren, also sonst lässt da zu viel liegen. Besonders wenn man hier um die Kurven rumfährt. Okay. Jetzt machen wir das folgendermaßen. Jetzt werden wir ja doch die halbe Wiese doch mähen. Und dann schauen wir mal. Denn den Rest können wir ja im Zweifel in unser Fermentersilo werfen. So. So sollte es hoffentlich funktionieren, dass er nicht drüber hinausfährt. Und da bläst er ganz schön rechts was raus. Aber der ist wirklich zügig unterwegs hier auf der Wiese. Ja, 14, 15, 16 km/h. Okay, 17. Sehr schön. So, jetzt bringen wir das hier mal zum Silo. Das heißt, hinten mal hochheben. Und dann schauen wir mal, wie wir das am geschicktesten in dieses kleine Fahrsilo bekommen. Ist ja schnuckelig, ne? Okay. Ah, so macht er das. Ja, dann fahren wir mal einmal rückwärts drüber. Ach du Schande. Das kriegen wir gar nicht hin. Ich glaube, da müssen wir sofort den Steier holen und gleich mal verdichten. Ja, ein putziges Silo, aber da habe ich schon ein bisschen Bedenken. Da habe ich jetzt schon ein kleines bisschen Bedenken. So, und dann fahren wir mal mit ihm hier rüber. Werden ein kleines bisschen verdichten. Weil sonst kommen wir nämlich hier mit dem Ladewagen überhaupt nicht drüber. Ja, ist es aber auch wirklich nicht groß. Nun gut, ich meine, wir haben ja die Option, wenn das hier mit der Mistplatte überhaupt nicht funktioniert, dann machen wir da ein Silo rein. So. Dann fahren wir mit dem Steier mal vorne raus. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch die zweite Ladung reinkriegen, weil sonst wird das echt interessant. Huch. Wie kann hier nicht durchgeführt werden? Ich kann jetzt hier nicht ausladen. Doch, jetzt hier abladen. Okay.
So, dann werden wir ja noch den Rest einsammeln. Ja, komm, mach Platz, spring. Ja, er kämpft, aber das wird schon. Ja, der fährt auch ordentlich mit 17 km/h übers Feld. Das ist nicht schlecht. Und da haben wir das wunderschöne Alpenpanorama. So, hier haben wir ja zum Glück genügend Platz gelassen, damit wir auch wenden können. Eine Bahn bringt uns knapp 18%. Ja, da werden wir aber sehr oft fahren müssen mit dem kleinen Ladewagen. Ist interessant, denn er hat ja, glaube ich, gar nicht so viel Füllvermögen. Was sind das? 12.000? 4.600? 33%? Und trotzdem fahren wir hier jetzt sehr häufig doch hin und her. Naja, wie gesagt, das ist der erste Schnitt. Da ist natürlich noch nicht ganz so viel mit Schwarz drin, mit Material. Aber ein kleines bisschen mehr hätte ich mir ja schon erwartet. So, fahren wir mal oben wieder rum. So müsste es passen, aber es ist fast sicherer aus von außen zu gucken, weil er doch sehr schmal ist von der Aufnahme. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall überlegen, ob wir doch eine Rundballenpresse finden, die halt eben die Ballen dann auch seitwärts legt. So, da ist er auch vorhin drüber gefahren, hat das nicht sauber mitgenommen. Ist das ein Panorama? Ist das eine tolle Sicht hier im Mai auf unserem Alpenberghof? Und wir machen hier den ersten Schnitt und sammeln das Gras ein mit dem Reform Prime Alpin. Aber was das Mähen angeht, muss ich schon sagen, also das geht sehr zügig. Und der flutscht hier ganz schön über die Wiese. Nicht verkehrt. So, 92%. Und jetzt ist er voll. Und jetzt schauen wir mal, ob wir überhaupt noch hier was ins Silo reinbekommen. So, die Rehe sind auch wieder unterwegs. Ja, die Doppelbereifung hinten macht es doch ein bisschen schwieriger. So, wow. Oh je, jetzt glaube ich, jetzt haben wir uns ein bisschen in die Bredouille gefahren.
Ja, aus irgendeinem Grund. Wir sind da, glaube ich, zu nah am Zaun. Deswegen können wir hier in dem Silo nicht komplett abladen. Ah, das ist natürlich schade. Ja, okay. Das scheint nämlich hier ein bisschen das Problem zu sein. Deswegen hat er vorhin gesagt, dass wir hier nicht abladen können, weil wir kriegen hier kein Material rein in das Silo. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch eine Schaufel, um das ganze Zeug hier ein bisschen zusammenzuschieben. Aber ich sehe schon, also das wird schwierig. Das wird schwierig mit diesem Silo. Da müssen wir uns echt noch überlegen, wie wir das jetzt bewerkstelligen. 23.000 sind drin, aber ich denke auch irgendwie, wir werden wohl meistens dann doch mit dem Fermenter-Silo jetzt arbeiten müssen, weil mit dem Material werden wir nicht allzu weit kommen. So, 45%. Und wir haben, glaube ich, keine Schaufel oben. Wir haben nur einen Ballenspieß hier oben im Moment für den Steier. Naja. Dann denke ich, dann werde ich das Ganze jetzt hier noch irgendwie ready machen. Und wir müssen dann mal schauen, ob wir wirklich so weiterarbeiten wollen. Denn, wie gesagt, wir haben ja das Thema, dass hier der Misthaufen nicht zu funktionieren scheint und im Zweifel machen wir halt hier dann doch noch ein Durchfahrsilo, ein größeres, richtig mit Betonwänden. Ich glaube, das hier wird nicht ja, die Lösung für die Zukunft sein. Das kann ich so nicht sehen im Moment. Also das ist ein bisschen schwierig. Da kriegen wir A, keine Menge rein und B, sind wir einfach hier vorne doch ein bisschen zu dicht am Zaun. Und C, ist das halt hier zwar nett mit den Reifen, aber so richtig hier natürlich Menge kriegen wir nicht rein. Okay, das soll es für diese Folge gewesen sein. Da haben wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was zu machen, nachzubessern. Hier mit unserem Steier und mit unseren Gerätschaften für den Alpenhof. Aber deswegen haben wir das Ganze ja schließlich auch ausprobiert mit diesen neuen Geräten. Wollen mal testen, wie es funktioniert. Das Mähgerät, das scheint ganz okay zu sein. Ob wir hier mit diesem Ladewagen weiterarbeiten, da bin ich auch noch nicht ganz so schlüssig. Aber wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall spannend hier weiterhin. Neu-Mini-Brunnen, unsere Alpenmap. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.